Oh, schon wieder. Ich glaube, sie hat maximiert. Jawohl. Chiara hat maximiert. Wahnsinn. Emilio, hol die Spaghetti runter. Nicht noch 5 Stunden rühren. Nicht noch 5 Stunden rühren. Ich bin gut. So, fein. Ja, riecht gut, ne? Hast du fein gemacht. Hast du fein gemacht. Ist nichts angebrannt. Vor allem nichts verbrannt. Oh, und hier wohnt... Hier... Oh, und geputzt wird auch direkt danach. Na, das ist doch toll. Und er hat Sehnsucht nach einer Liebschaft. Oh, ich möchte ein bisschen romantisch werden und hier ist nichts, ne? Du hast hier 4 Frauen und 3 weitere Männer um dich rum. Du wirst doch jemanden finden, mit dem du ein bisschen anbandeln kannst, oder? Was macht denn jetzt Nadine da draußen? Nadine, wo willst du hin? Was macht sie denn? Nadine baut einen Schneemann! Ey, cool! Nadine baut einen Schneemann. Nadine baut einen Schneemann. Boah, das finde ich schön. Guck dir mal, das sind für mich kreative Sims. Die haben mal eine Idee und machen auch mal einfach was. Ist das schön, oder? Ja, cool. Sehr fein, sehr fein. So. Also, sie mussten ja nicht fertig bauen, den Schneemann. Aber immerhin. Sie hat auch mal was anderes getan. Als so das Übliche. Huch. Oh, eben habe ich gedacht, sie wäre ein Geist, weil sie da drin so durchsichtig ausgesehen hat. Hilfe, Hilfe, erschreckt mich doch nicht so. So, und ich bin eigentlich wieder fit. Dann könnte ich ja mal hier säubern, benutzen. Ja. Nadine, du darfst gerne vor mir duschen gehen, das ist kein Problem, aber danach bin ich dran. So, was habe ich denn jetzt? Oh, warte mal, Wünsche. Angeflirtet werden und flirten. Ja, das mache ich doch mal fest. Und Sim um ein Date bitten kann man auch daheim. Wenn ich halt sonst niemanden kennenlerne. Mein Gott, was soll ich denn machen? Not macht erfinderisch, ne? Im Notfall nehmen wir die Mitbewohner. Mhm. Naja, wo ist Emilio jetzt eigentlich hin? Achso, er putzt schon wieder. Ah, er ist so brav und so sauber. Das finde ich so angenehm. Angenehm. Nicht annehmbar. Ja, annehmbar ist es auch, aber ich meinte angenehm. Mann, Knoten in der Zunge, ne? Und Chiara spielt sich hier komplett durch. Die wird wahrscheinlich wieder müde und hungrig und alles Mögliche. Ja. Aber gut, das ist nun mal ihre Leidenschaft. In der Zone ist sie aber noch nicht, ne? Sie glänzt noch nicht. Also sie glüht noch nicht, oder? Wie auch immer man das nennen möchte. Bist du am Putzen noch, oder... Duschst du schon? Also, ich dusche schon. Okay. Ich bin schon am Duschen. Yeah. Könnte ja auch mal ein Schneemann basteln. Und Emilio ist unten. Emilio ist unten. Ah, dann kann ich doch, wenn ich fertig bin, mal ein bisschen über Hobbys reden, Spiele. Und vielleicht wirklich mal den Herrn abchecken. Warum denn nicht? Ah. Ich bin neugierig. Was kommt denn da rum, wenn ich das tue? Hm? Ich sehe wieder nur Schneegestöber. Hallo, du. Hallo. Ja. Spiele ist genial, oder? Wir spielen gerne, oder? Ja, wir sind voll im Spielbereich. mich interessiert viel mehr. Wow! Wapapapa! Hallöchen! Ja, hahaha, was will sie denn jetzt? Ein Date mit Emilio und ihn küssen? Zeig mal, wie viel Blitzer hat er denn? Ein Blitz aber nur. Oh, nur ein Blitzchen. Oder sehe ich wieder falsch? Nee, er hat, glaube ich, nur ein Blitzchen. Nun gut, ja, ja. Kann man das umgekehrt auch sehen? Ich habe bei ihm auch ein Plätzchen. Naja, immerhin. Immerhin, das ist ja mal was, ne? Warte mal. Ja, dann lass uns doch noch ein bisschen labern. Dann quatschen wir noch eine Runde. Dann kann ich dich noch unterhalten mit einem Insiderwitz. Und wir können noch mal eine Runde, wie wär's denn mit Foodback, spielen. Und dann sind wir richtig gut gelaunt, wir zwei. Hätte auch eine Schneeballschlacht mit dir machen können oder so. Ja, ja. Ach, das hat nicht mal als Flirten gezählt?
Pindolian. Okay. Ja, ja. Ich bändel hier mal einfach mit einem Mitbewohner an. Warum nicht? Ja. Ich weiß halt nicht, ob nicht noch einer auf Emilio steht. Ich möchte hier eigentlich keine Unstimmigkeiten unter den anderen Bewohnern aufbringen. Ja, na gut. Ich kann ja mal flirten. Ich kann dich mal kneifen, streicheln. Ich kneif ihn mal in die Bobbes. Ich will ja meine Wünsche erfüllen. Juhu! Na, knackiger Bobbes! Oh, wow, 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 wow. Hallo! Ja, fein! Ja, wertschätzen ist gut. Wertschätzen ist gut. Herrlich, du bist auch ganz toll, du. Ja, und dann reden wir nochmal miteinander. Ja, das läuft, Leute. Das läuft. Angeflirtet werden, küssen. Date mit Emilio. Ich klick's mal an. Ich klick's mal ehrlich an. Mal gucken. So, jetzt haben wir hier noch Spaghetti. Ich bin halbwegs hungrig. Naja, eigentlich noch nicht so richtig, ne? Ich brauch noch mehr. Na komm, ich übe noch ein bisschen Romantik für das erste Date mit ihm und hoffe, dass es hilft. Ja, Charisma zu vervollständigen. Wie gesagt, muss ich heute eigentlich arbeiten? Ich glaube, ja, heute muss ich wieder, genau. Ja, dann machen wir da schon mal ein bisschen was wieder für die Arbeit und verlassen Emilio. Wir müssen uns ja interessant halten, ne? Wenn ich jetzt nur an ihm dran klebe, verliert er ganz schnell wieder das Interesse. Das mögen Männer ja nicht, wenn man wie eine Klette an denen hängt. Und deswegen machen wir uns interessant, indem wir uns, wenn auch im Hause, mit anderen Dingen beschäftigen. Ne? Ja, ja, genau. Oh, wir üben schon mal. Ich bin ja so süß. Und hallo Romeo, hallo Emilio, hallo Knutsch. So, ich spule mal wieder ein bisschen. Speichere mal wieder ein bisschen. Ah, oh, nee. Was seh ich da? Herzchen bei Luise. Oh, Mist. Ich glaube, das kann ich vergessen hier. Wer steht auch auf Luise? Och, Manu. Ich bin nicht die Einzige. Das ist so unfair. Da guckt sich einer an. Er mag mich, aber nicht genug. Oder so. Er bedient auch Luise von vorne bis hinten. Das ist ganz traurig. Naja, wenn ich jetzt mit ihm weitermache, dann wird sie noch trauriger. Ich weiß ja nicht, ob sie auch auf ihn steht, aber... Naja. Ich spule mal weiter im Moment. Passiert gerade nicht so viel. Danke, dass du wegräumst. Das ist lieb. Ja, und dann koche ich gleich noch mal was, weil ich dann auch Hunger habe. Ne? Wie sieht's denn aus oben? Ist irgendwas? Ah ja, sie hat Toilette besucht. Okay, ich übe und lerne fleißig. So ist das, ja. Ich glaube, ich ändere das wieder auf den Wunsch. Weil das mit Emilio... ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Leute, Leute, ich will mir hier nichts verscherzen. Ja, da kommt er, hat mich gesehen, denkt sich, oh, die Frau... Aber er hat bei Luise Herzchen gehabt. Oh, was geht hier ab? Oh, da ist jemand müde. Okay. Oh, und jetzt ist in der Zone. Chiara in der Zone. Jawohl, ja. Sie ist voll und ganz in ihrem Element. Ja, und ich habe wieder mal einen Charisma-Punkt bekommen. Sehr gut. Sollte dann auch mal wieder aufhören. Aber Chiara in der Zone will ich noch haben. Das ist schön. Ey, Ben, geh vom Ding weg. Was machst du denn wieder? Die holen sich wieder nur sowas raus. Wir haben noch Frühstückszeit. Mach mal Pfannkuchen, komm. Dann komm und mach mal schöne Pfannkuchen. Da haben wir jetzt auch richtig Lust drauf. Ja, also das sollte was werden. Und mit den Männern, naja. Am liebsten wäre mir ja eh, ich würde mir einen von außerhalb finden. Deswegen ist es Zeit, dass ich mal Arbeitskollegen mitbringe. Ja, Ben mag sie irgendwie nicht. Also Ben mag ich scheinbar gar nicht so. Also ist, ja, mit den anderen, ja. Na gut, schauen wir mal. Wird sich noch erweisen, ne? Wie das hier läuft. Was machen die oben? Bitte nichts anbrennen lassen. Ja, hier ist alles ruhig.
Er liest und träumt von irgendeiner anderen Dame. Wahrscheinlich hatte er nicht Laufbahnromantik, der Emilio? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ja, da kann man sich eh nicht drauf verlassen. So, Chiara, du solltest ins Bett gehen, genau. Guck aber mal schnell, was da das Geld bringt. Wie viel Geld hast du wieder verdient? Ich muss gucken. Wow, nicht übel. Oh nee, ich hab die Fangkuchen wieder am Putzeln lassen. Das passiert mir dann doch noch ab und an, ne? Wir haben Frühling! Okay, wir haben Frühling. Also ein bisschen verkugelt, aber es geht noch. Sind nicht steinhart wie die Waffeln letztens. Oh, folgendes gefangen. Fräulein Falter, ein Insekt. Ja, toll. Super, Nadine. Wo hast du das hin? Da bringst du es gerade rein. Ja, wir haben zwar Frühling und rein theoretisch... Ah, kann ich hier wieder was machen? Aber es ist halt mit der Schneedecke noch ein bisschen doof. Ne? Ja, komm, setz dich hier hin essen. Ach so, du hast schon was zu essen. Okay, ja, dann essen wir wieder im Stehen. Als würde ich mich da einmal zu den anderen dazusetzen. Ist jetzt Chiara ins Bett gegangen? Er führt Selbstgespräche. Okay, Chiara schläft. Ja. Und Emilio führt Selbstgespräche. Okay. So, ich könnte noch ein bisschen Komfort gebrauchen. Nee, warte mal. Viele einsprühen. Wir müssen uns um unsere Bäumchen kümmern. Ich möchte dieses Jahr vielleicht auch mal hier was ernten können. Oh Gott, da ist schon wieder Unkraut gewachsen. Ach ja, ach ja. Ach, und Rechnungen hatten wir ja auch noch bekommen. Und ich muss noch mal telefonieren. Die andere Dame ist ja nie da, ne? Diese eine, wie hieß die noch mal da? Bella Frisch. Ne, Beate Frisch. Oh Gott, wie komme ich auf Bella? Ich kenne Luise, habe ich nur auf 4? Oh, das sollte ich doch mal, ja. Weiß ich nicht. Kann ich noch was machen mit den Sachen? Nee, okay. Warte mal, Mädel. Ach Gott, nee, komm, dann lern noch ein bisschen kochen. Ja, es tut mir leid. Keine Zeit für weitere soziale Aktivitäten. Oh, da hinten wird schon wieder Blitzis. Ja, also ich glaube, zwischen den beiden bahnt sich was an. Ja, guck, hier, ganz eindeutig. Ich hab ihn erwischt, er flirtet fremd. Du Scheusal, du Schweinehund, du. Fiesling, Fremdgänger, du, lässt dich anflirten, tust so, als hättest du an mir auch Interesse und dann machst du gerade die nächste an. Ja, vergiss es, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. So fies, ich habe auch kein Glück in der Liebe, ehrlich. Ja, da, guck. Ich hab's gerafft, Leute. Nicht gut, nicht gut. Ja, ja. Und dann kommt der hinterher und will bestimmt gleich zu mir und gucken. Nee, er läuft voll hier in die Richtung. Das ist... Ich muss jetzt doch mal schauen. Ich bin neugierig, oder? Nee, warten wir noch ab. Gucken wir wieder des Nächtens. So, was haben wir denn? 13 Uhr oder 15 Uhr? Ich kann es wieder nicht lesen. Ich spule mal ein bisschen. Ihr seid da beschäftigt. Was machen die anderen alle? Liegen oben, genießen den Komfort und was auch immer. Ha, er denkt auch mal an mich. Guck an. So kurz vorm ins Bett gehen. Und dann wieder an wen? Von wem träumst du nachts? Erzähl's. Ja. Böser Bub. Ich glaube, ich muss mal ein ernstes Wörtchen mit Luise reden. Geht ja mal gar nicht. Ich meine, sie kann ja nichts dafür. Sie hat ja nichts getan. Das müssen wir mal festhalten. Sie hat ja nichts getan. Außer den Müll weggebracht. Ja, genau. Mach das, was ich auch vorhatte. Jupp. Und da haben wir den Kochpunkt. Juhu, und die Fahrgemeinschaft kommt in der Stunde. Dann reden wir doch mal über das Hobby Spiele. Oh, ich wollte auch mithelfen. Jetzt... Oh, ihr... Okay. Dann ist das noch in Ordnung da? Jo, gut, okay. Dann würde ich sagen, wir machen es anders. Wir gehen schnell mal hier hoch. Oh, wer hat denn da wieder das Ding gecrashed?
benutzen. Oh, ich muss schon auf Arbeit. Ja gut, dann muss ich auf Arbeit gehen. Tut mir leid, ich hoffe, ihr ja, kriegt es irgendwie allein geregelt. Ich kann auch nicht mehr ans Telefon. Ich mache jetzt auch nichts zu essen. Ihr seid euch alleine überlassen. Bitte überlebt. Kokelt mir nicht wieder den Herd an oder so. Lass mich mal bitte in mein Auto, Madame. Geh mal da weg. Sie steht im Weg. Hallo, du. Hallo. Nee, ich bin auf dem Weg nach Hause. Auf die Arbeit. Oh Gott. Ehrlich, die machen mich kirre. Und guck dir mal, der erste Schneemann wird gebaut. Ja, sie ist ja auch Romantikerin. Also, ich meine, dann sollte sie sich über Emilius Avancen ja eigentlich freuen, ne? Ihr habt ein Kind, könnt ihr adoptieren, den Schneemann. Schneebärt. Ihr müsst ihm nur noch ein Gesicht verpassen. Mach ihn doch fertig. Hau was rein da. Möhre, Nase, Hut, Schal drum, Ärmchen, Beinchen. Und dann kannst du ihn adoptieren. Oh weia, oh weia. Ja, okay. Ben ist auch so ein kleiner Außenseiter, habe ich hier das Gefühl. Ja, gell? Das ist anstrengend. Das ist echt anstrengend hier. Oh Gott, da oben ist voll die Ruhe, also braucht man sich hier nicht kümmern. Ich muss schon wieder das Klo reparieren, das ist so Wahnsinn. Naja, gut. Und ich würde sagen, dann spulen wir doch mal wieder. Beobachten unsere drei Lieben, wie sie hier sitzen. Und ja. Aha, Bastian, was tust du? Er trinkt was. Okay. Ah ja, alles in Ordnung. Ich will nur immer den Herd im Blick haben, weil, ne, ihr wisst warum. Ach ja. Ich hoffe, ich mache gute Arbeit und ich hoffe, irgendwie wird es irgendwann mal honoriert. Ich möchte befördert werden. Oh, komm ich erstmal wieder hier. Ach du Schande. Im Kino nebenan ist soeben der Film zu Ende gegangen. Und die Kinobesucher strömen nun in Petras Restaurant. Eigentlich müssten die Leute von den ganzen Popcorn schon pappsatt sein. Aber Petra hat eher den Eindruck, als würden sie von einer Meute hungriger Wölfe heimgesucht. Hektisch nimmt sie die ihr von allen Seiten zugerufenen Bestellungen auf. Doch plötzlich geschieht etwas Schreckliches. Der Übelbürger 3000 beginnt zu qualmen und gibt dann mit einem lauten Knall völlig den Geist auf. Im ganzen Restaurant riecht es angebrannt und woher soll Petra nun die Hamburger nehmen? Ob sie es wohl schaffen kann, die Sache ohne den Übelbürger hinzukriegen? Oder soll sie versuchen, das Gerät zu reparieren? Ja. Wie viele Mechanikpunkte habe ich? Eigentlich könnte ich Hamburger von der Karte streichen. Oh Mann, aber wenn ich den repariere. Ich weiß nicht, ob es schon ausreicht, Leute. Ich habe keine Angst. Ich versuche es mit dem Reparieren. Ganz wild darauf, als Heldin gefeiert zu werden. Nein, das ist nicht mein Sinn. Krempelt Petra die Ärmel ihrer Bluse hoch und schnappt sich einen fettigen Schraubenzieher. Fettig ist schlecht, der rutscht mir aus der Hand. Vielleicht hat sich einfach irgendwas in dem Gerät verfangen. Denkt sie bei sich, leichtsinnig hört schon schlecht an, schraubt sie ein Blech mit der Aufschrift Vorsicht ab. Ey, so blöd wäre ich im Leben nicht. Gott, das kann nur schief gehen. Als sie das Blech schließlich entfernt hat, springt ein kleines Teil aus der Maschine, das bald darauf in der ganzen Küche umherhüpft und letztendlich auf den Kopf des Kochs landet, der daraufhin in die Fritteuse fällt. Sag mal, was ist das? Da Petra gegen die Sicherheitsbestimmungen verstoßen hat, verliert sie einen Logikpunkt. Außerdem muss sie ab heute wieder Fastfood-Bestellungen entgegennehmen. Wir wurden wieder degradiert, Leute. Das kann nicht sein. Ich habe einfach kein Glück. Erst finde ich den Job nicht, dann, ja. Ah, super. Kannst du direkt... Oh, ein Pingu ist da. Gut, den muss ich mir jetzt gönnen, Leute. Ich brauche gute Laune. Streichel den Pingu, bitte.
Inhalt kompostieren. Nein, das letzte Mal, du streichelst jetzt Pingu. Ich brauch was Süßes, Kleines, Knuffiges, um meine Laune zu verbessern. Ey, das kann doch wohl nicht angehen. Wer bist du? Hallo, Madeleine. Komm mal her. Ich brauch Freunde. Ja, der hat sich eingenässt. Na toll. Blöder Pinguin. Geh, begrüß die Dame da draußen. Vielleicht kann die mir helfen. Hey! Ist die auch weg? Okay, kannst du mal bitte alle Rechnungen bezahlen, bevor ich das auch vergesse und wir Mahnungen kriegen und all so ein Mist? Oh, was hat denn der da gekocht? Ich hab's nicht mitgekriegt, aber gut, das ist alles heil geblieben. Kann ich mir da auch was von nehmen? Das wäre lieb. Aber ich glaube, ich tu erst mal abspülen hier. Ach Manu, ehrlich, ich habe kein Glück mit diesen blöden Fragen. Wie viel Mechanik hatte ich denn? Ich meine, die Logik wäre jetzt nicht so schlimm gewesen. Immerhin 4 Stück, also es hätte ja gehen können. Hätte, Fahrradkette. Ärgerlich, ärgerlich. Okay, ich nehme eine Schüssel. Ach, Leute, Leute, es ist echt nicht nett. Ja, komm, bist traurig. Nun, keiner kommt, um dich zu trösten. Alle stehen sie da, wollen was essen, nehmen dir gleich die letzte Schüssel noch weg und sagen, Ecci-Bec, Ecci-Bec. Ah, guckt mal, meine Herzchen, das sah nach Luca aus. Kann das sein, dass ich irgendwie Luca auch heiß finde? Sieht man das irgendwie? Nee, die anderen muss ich auch erstmal abchecken, bevor da sich was zeigt. Ah, ja. Ich habe einfach kein Glück, Leute. Ich habe einfach kein Glück. Erst finde ich ewig lang den Job nicht, den ich brauche. Dann treffe ich die falschen Entscheidungen und werde wieder degradiert. Und dann soll ich so lange arbeiten, bis ich mein Lebensziel erreicht habe, ohne dass mir alles den Bach runtergeht. Und ohne dass ich vorher versterbe, weil wir haben nur noch 17 Tage. Ich glaube, um 10er Stufe zu erreichen, wird das nichts. Wir sind gerade ja als Imbissmanager halt wieder auf Level 3, ne? Oder sind wir jetzt wieder Kellner? Ach Gott, jetzt jammer doch nicht. Es wird nicht besser vom Jammern. Ich meine, mir geht's auch nicht besser. Was soll ich denn da sagen? Ich jammer auch nicht rum. 3 Punkte. Naja. Aber guck mal, Bastian kümmert sich. Das ist lieb. Ich muss noch mal telefonieren. Aber immerhin, dass er mir Logik weggenommen hat, das ist uninteressant. Wird jetzt irgendwie gerade nicht mehr gebraucht. Also ich wurde wirklich degradiert. So, habe ich aufgegessen? Jawohl. Abmarsch. Reinigen. Dann geh mal reinigen. Dann reinige mal, was das Zeug hält. Das Klo muss gemacht werden. Und dann kann ich mich im Prinzip auch schon wieder direkt ins Bett schmeißen, ne? Ach, Leute. Es ist so fies. Ja, und da der, auf den ich stehe, der steht nicht auf mich. Der hat auch noch andere Frauen im Kopf. Ach, Manno. Ich könnte... Bastelarbeiten? Was hast du denn für eine Bastelarbeit gemacht? Ach so, wegen dem Flugzeugsdings. Da guck, er legt sich direkt neben sie. Das ist ja, hallo. Da, Luise und Emilio. Das Pärchen. Und Chiara im Abendkleid ist wieder am... Ach ja. Schön. Nadine, ich brauche mal seelischen Beistand. Ich habe nur gar keine Zeit dafür. Seelischer Beistand hin oder her. Ich habe überhaupt keine Zeit, mal mehr seelischen Beistand zu besorgen. Es ist so unfair alles. So, dann bitte säubern und benutzen. Ja. Ich weiß, du bist wieder Kellnerin. Nehme ich an, dass es heißen soll, weil ich habe hier natürlich wieder nur die deutschen
Übersetzungen abgeschrieben. Also gehe ich mal davon aus, dass das Kellner sein muss. So. Und wenn du Pipi gemacht hast, gehst du hier säubern und duschen. Und da alles andere keinen Sinn macht, gehst du anschließend schlafen. Ja, yeah, und ich schaue lieber mal zu, wie das hier läuft mit euch beiden. Wir haben noch... Ach Gott, der Schmetterling steht auch noch rum. Das Essen wurde aufgegessen, scheinbar. Mhm. Heute wollte ich mich nicht eigentlich noch um Gemüse und Zeug kümmern. Es wird nie was. Leute, es wird nie was. Ist noch irgendwer draußen? Nee, ne? Die Rechnung habe ich aber jetzt bezahlt gehabt. Ja, gut. Ach, herrje. Ja, Chiara unterhält wieder alle. Was hast du jetzt rausgeholt? Ach, du hast das Tier befreit. Wieso bin ich wach? Moment, stopp. Was ist jetzt kaputt? Wieso bin ich hier und schlafe nicht? Ich war doch im Bett. Moment, ich war doch im Bett. Ich habe im Bett gelegen. Wieso bin ich denn aufgestanden, um Himmels Willen? Hä? Nadine? Oder nee, ich hab noch nicht im Bett. Ich hatte geduscht. Er dann jetzt aber schnell ins Bett, Mensch. Ich denke, wieso bin ich wieder aufgestanden? Nee, ich war ja noch nicht im Bett. Ich hatte ja erstmal hier gemacht und geduscht und sollte dann ins Bett. Ja. Ist schön, aber du musst schlafen, Mädel. Das bringt nichts, wenn du jetzt da ewig lang wach bist. Auch wenn ich momentan Arbeitszeiten habe, unter denen das kein Problem wäre. Aber ja. Mhm. Genau. Ich gucke euch mal beim Ballspielen zu. So, ich liege jetzt auch im Bett. Das ist gut. Mhm. Ich hab's gehört. Ich glaube, das Klo ist gerade wieder geschrottet worden. Kann das sein? Also, Mechanik kriegst du hier ganz von alleine. Die machen andauernd alles kaputt. Ja. Schon wieder kaputt. Ich kenne doch das Geräusch. Emilio, du bist auch noch schuld. Wird nicht besser. Wird nicht besser. Nein. So langsam mag ich den Herrn nicht mehr. Und wir spulen wieder. Hm. Kommt mal rein, bevor euch kalt wird. Ja, genau. Setz dich hin, üb ein bisschen Logik oder Schach. Keine Ahnung. So. Spielt ihr zusammen? Oh, nö. Ich dachte, ihr spielt jetzt schön zusammen oder so. Keine Ahnung. Was? Wo ist Emilio? Ich höre es auf dem Lachen. Ja, er legt sich wieder zu seiner Liebsten. Luise. Ach so, ja, da wollte ich ja eigentlich noch mal gucken. Jetzt darf ich ja. Zeig doch mal hier den Herrn. Er hat da zwar keine Blitze, aber ich meine, das war doch eindeutig, oder? Leute, das war doch wohl eindeutig. Hat sie denn für ihn irgendwie was? Nö, auch nicht. Sie mögen sich halt sehr. Ja, aber... ich weiß nicht. Das ist mir zu heikel, Leute. Das ist... ach ja, ich weiß nicht. So, mal gucken. Wie geht's denn ansonsten den Leutchen? Hier soweit gut. Ja, hat ein bisschen Hunger. Emilio hat auch ein bisschen Hunger. Chiara auch. Ja, die sitzt aber dauernd wieder ganz selbstvergessen am Klimpern hier. Unsere Madame muss mal aufs Klo. Ja, Nadine geht's eigentlich ganz gut und ich lieg auch im Bett. Okay. Mhm. Hier unten ist gerade gar nichts los, ne? Ne. Das Leben findet hier oben statt. Und wie schön, dass sie alle immer aufwischen. Es nutzt nur nichts, solange ich da noch nicht gereinigt habe. Mhm. Irgendwer lacht hier. So. Gucken wir mal wieder da unten, was ihr so treibt. Ah, ja, ja, ja. Ah, wo